Neben Minecraft gibt es eigentlich nur ein anderes Spiel, was meine Kindheit mindestens genauso geprägt hat, und zwar Pokémon. Als ich dann damals erfahren habe, dass es eine Mod gibt, die beides kombiniert, wollte ich sie unbedingt ausprobieren. Es gab da nur ein kleines Problem. Mein PC war einfach viel zu schlecht und es ließ sich nicht mal starten. Heute, gut 10 Jahre später, sieht das Ganze zum Glück anders aus und genau aus diesem Grund spiele ich in diesem Video das erste Mal Pixelmon. Hier hat man die Möglichkeit, in einer komplett normalen Minecraft-Welt auf alle möglichen Pokémon zu treffen, sie zu fangen und gegen Trainer zu kämpfen. Außerdem gibt es extrem viele neue Items, Features und sogar Strukturen, die mich als kompletten Anfänger extrem überfordert haben. Mein Ziel war es zu Beginn eigentlich nur einen Arena-Orden zu bekommen, doch ich bin ehrlich, das Ganze war deutlich schwieriger als gedacht. Ob ich es am Ende trotzdem geschafft habe, der Allerbeste wie keiner vor mir war zu werden und auf welche Pokémon ich auf meinem Weg gestoßen bin, seht ihr also heute in diesem Video. Wenn euch die Idee gefällt, könnt ihr mich jetzt schon mal mit einem Like und einem Abo unterstützen, damit wir bald die 300k erreichen, und auch gerne mal kommentieren, welches denn euer Lieblings-Pokémon ist. So, jetzt aber ganz viel Spaß bei dieser absoluten nostalgischen Verzweiflung. Wir können wirklich die Pokémon aus jeder Generation wählen, sogar aus der neuesten, aus Karmesin, die ich als letztes gespielt habe. Ich nehme allerdings Flamly. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen weird, aber damit habe ich einfach die krassesten Erinnerungen, weil Rubin die erste Edition war, die ich jemals gespielt habe. Damals habe ich auch Flamly genommen, Logok ist einfach ein absolutes Biest und deswegen starten wir damit jetzt unser Abenteuer. Let's go. Okay, also wir haben einfach ein Dorf-Spawn. Wer ist Erden? Wer bist denn du? Kenn ich den? Ich glaube, der ist aus Schwarz und Weiß oder so. Jo, wie... Ist das der Eisengolem? Wer ist der Kollege? Meine Mutti nahm mich letztens zum Zirkus mit. Das freut mich. Gut, also NPCs gibt's hier auch in der Welt, wie es aussieht. Das ist schon mal sehr nice. Oh, ein Ponita! Wie sick! Was geht? Okay, wir kümmern uns gleich darum. Ich würde sagen, so wie in jeder Challenge, müssen wir uns erstmal unsere Standard-Tools ranholen. Boah, ich bin so gespannt, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich habe das wirklich noch nie gespielt. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Aber ich glaube, genau deswegen wird's ultra lustig. Ich freue mich so sehr drauf. Yo, ein Rettern. Wusstet ihr, dass Rettern Rettern heißt, weil es rückwärts einfach Natter heißt? Und dasselbe gilt auch für Arbok. Das heißt rückwärts Cobra. Ein Staralili hat uns herausgefordert. Oh mein Gott, und unser Flamly ist Level 5 und der Staralili Level 6. Wir haben Glut, Kratzer und Heuler. I guess wir starten erstmal mit Glut rein. Kriegen wir das hin? Oh mein Gott, wir haben jetzt schon 8 KP verloren. Ich glaube, Flamly schafft das nicht. Oh, Staralili hat Heuler eingesetzt. Das ist gut. Das Staralili hat nur noch 30% seiner KP. Also wenn wir das jetzt noch einmal mit Glut treffen, dann sollte es eigentlich down sein. Ruckzuck, okay, wir haben noch 2 KP. Komm, du musst treffen, Flamby, du musst treffen. Wir treffen und wir besiegen's. Let's go. Und wir sind direkt Level aufgestiegen, einfach auf Level 6, wie stark. Und wir haben Ruckzuckhieb erlernt, wie wild. Also wir bekommen ein Ei und 2 Federn, weil wir Staralili besiegt haben. Das klingt sehr weird. Hoffentlich gibt's in dem Dorf da vorne vielleicht ein Pokémon-Center oder irgendwie die Möglichkeit, uns zu heilen. Hallo und willkommen im Pokémarkt. Wir haben ein aufregendes Angebot an Luxusgütern. Wir haben keinen einzigen Dollar. Wir sind absolut broke, wie in Real Life. So, also ich glaube, mit U können wir das rausholen. Ja, oh mein Gott. Wir haben Flamly den Auserwählten. Wie süß. Komm mal her, warte. Können wir dich mit der Beere jetzt heilen? Oh, wir haben sie ihm zum Tragen gegeben. Das wollte ich nicht. Ja gut, Freunde. Ich glaube, in dem Dorf haben wir halt leider kein Pokémon-Center. Wir können hier nur im Markt mal auf die obere Etage gehen. Wobei ich glaube, dass da auch nicht viel besser aussieht. Oh mein Gott, doch tut's. Wir haben ultra viel Stuff, den wir uns einfach klauen können, wie es aussieht. Wir haben unsere ersten Pokebälle. Wir haben Gegengift. Wir haben einen Supertrank. Das ist super wichtig. Flamly, komm her. Ich habe einen Supertrank gerade für dich geklaut. Rechtsklick. Und wir haben es geheilt. Let's go. Unser Flamly ist wieder topfit. Fukano Level 5. Das kriegst du hin, Flamly, oder? Also, wir setzen erstmal Ruckzuckhieb ein. Oh, nee, Glut war richtig dumm. Das ist ja gar nicht effektiv. Okay, wir setzen Ruckzuckhieb ein. Boah, das ist gar nicht gut. Biss ist richtig effektiv gegen unser Flamly. Ich glaube, wir müssen instant einen neuen Supertrank einsetzen. Und jetzt ein letzter Hit. Und es ist down. Wir haben auch das Fukano besiegt und sind sogar Level 7 jetzt schon. Ich habe eine Idee. Wir brauchen ja Geld. Vielleicht können wir die anderen Items, die wir oben gesammelt haben, einfach verkaufen. Oh, wir können Sachen verkaufen, das ist schon mal sehr nice. Dadurch haben wir jetzt 5000 Dollar, das ist sehr stark. Also Superbälle wären auf jeden Fall nice, da hole ich mir mal 3. Und Beleber wäre, glaube ich, auch wichtig für unterwegs. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Tafelwasser, weil ich glaube, dass das auch KP herstellen kann. Also dann, die Suche nach dem zweiten Dorf geht los und ich hoffe, wir überleben es. Oh, hier liegt einfach ein Pokéball, können wir uns den nehmen? Ah, das sind Items, Proteine, okay, nice. Es gibt Pokémon im Wasser, da ist ein Karpador. Das machen wir doch easy. Ich bin gespannt, was Karpador einsetzt jetzt. Oh mein Gott, Platscher, das kam echt unerwartet. Einfach überall Pokémon, wo man hinläuft. Guckt euch an, wieder ein Rettern. Da vorne ein Staralili, erstmal die Standard. Oh mein Gott, warte. Das hier ist ein Brunnen, der ja eigentlich im normalen Minecraft ultra useless ist. Aber hier kann man einfach reingehen. Oh mein Gott, das ist doch ein Joke. Hier ist ein Meisterball. Oh, na okay, es ist kein Meisterball. Es war einfach nur wieder ein random Item. Ich bin gespannt, ob wir auch was anderes hier in dem Wüstentempel finden. Hey, Kamaup, ich will dich eigentlich nicht herausfordern. Du bist noch zu stark für uns. Oh mein Gott, es gibt in der
der Kiste wirklich anderen Loot. Der Alter Heller kann bei einem Verkäufer verkauft werden. Ich glaube, das ist teuer. Das ist nice. Oh, ein NDV. Das ist das Starter-Pokémon aus Hardgold und Soul Silver und normalen Gold und normalem Silber. Es ist soweit. Wir versuchen, ein Pokémon zu fangen. Das kann interessant werden. Ich habe erstmal Nitro-Ladung eingesetzt. Zum Glück ist es nicht instant down gegangen. Flamly ist vergiftet. Das ist aber gar kein Problem, weil dafür haben wir ja die Heiler. Und jetzt, Kinder, wir versuchen, ein Pokéball einzusetzen. Superball. Let's go. Haben wir es gefangen? Wir haben es gefangen. Let's go. Und Flamly ist Level 10. Ey, wir haben unser zweites Pokémon. Wie cool. Yo, hi. Was ist das? Ist das ein Pokestop? Aus Pokémon Go? Es ist ein Pokestop. Ich fass es nicht. Ein Federball können wir uns nehmen. Supertränke und ein Goldködergehäuse. Und da vorne haben wir auch schon den nächsten Brunnen. Das geht relativ schnell. Und daneben auch schon das nächste Dorf. Also, glaube ich. Zumindest ist da ein Haus, was so aussieht. Einmal ein gutes Item, bitte. Bizarro-Service. Was ist das denn? Das hier ist eine Rüstung. Können wir uns die klauen? Nee, ne? Oh mein Gott! Wir können das klauen! Das ist von Team Galactic. Das ist das Team Rocket aus irgendeiner Generation. Und die Rüstung ist ja überstark. Fast so stark wie Diamant. Und wir sehen einfach aus wie ein Pokémon-Bösewicht. Wie wild ist das denn? So, dann haben wir hier endlich wirklich ein Pokémon-Center. Also, glaube ich zumindest. Ja genau, lass mich deine Pokémon heilen. Die sind sowieso voll, aber das passt schon. Und hier drüben haben wir einen Supermarkt. Und das ist sehr, sehr nice, weil ich habe so viel Stuff. Ich muss unbedingt ein bisschen was verkaufen. Was? Wir haben einen alten Reif. Ich weiß gar nicht mehr woher. Und das Ding ist einfach 100.000 Dollar wert. Ja, das wird sowas von verkauft. Ey, guckt euch an, wie reich wir sind. Boah, jetzt können wir uns wirklich alles leisten hier. Ja, komm, mach den Hyperball klar. Keine Ahnung, direkt 10 Stück. Wir sind stinkreich. Ein Nidorina Level 16. Freunde, let's go. Das fangen wir uns. Okay, wir sollten auf Nummer sicher gehen. Ich würde das gerne fangen. Wir haben einen Hyperball, also setzen wir den ein. Haben wir es gefangen? Hat's funktioniert? Wir haben Nidorina gefangen. Let's go. Wir haben unser drittes Pokémon. Ey, es gibt sogar Trainer. Freunde, wir kämpfen gegen einen Trainer. Gegen Brooks. Oh, pass auf, du überlebst das. Nitro-Ladung. Es ist down. Ja, Flamly ist Level 16. Oh, jetzt hat er Porenta geschickt. Ah, Flamly ist down. Okay, das ist nicht gut. Let's go. Nidorina hat das Porenta besiegt. Und er hat einfach noch eins. Voltilam, warum hat denn der so viel Stuff? Let's go, Freunde. Wir haben es besiegt. Er hat noch eins. Und es ist ein Floink, ein Feuer-Pokémon. Ja, wir sind tot. John, alle meine Pokémon sind tot. Du musst sie retten. Und dadurch, dass Flamly gestorben ist, hat es sich jetzt auch nicht entwickelt. Das ist ja ultra bitter. Yeah, Shinox, wir kämpfen. Wir sind Level 17. Flamly sollte sich jetzt entwickeln. Nanu, Flamly entwickelt sich. Und unser Flamly wurde zu einem Jungglut. Boah, und jetzt kann's Doppelkick. Eine meiner Lieblingsattacken. Oh, let's go. Wir haben ein Jungglut. Oh mein Gott, was ist das denn? Worauf bin ich denn hier gestoßen? Wer bist denn du? Okay, hi. Was ist das, so ein Rohr? Was ist das für ein Pokal? Den nehme ich mir mit, den klaue ich mir. Wenn man den überhaupt abbauen kann, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube irgendwie, das geht nicht. Es sieht schon cool aus, aber ich kann hier wirklich nichts finden. Ich wette, die absoluten Pixelmon-Experten sind gerade richtig enttäuscht und man kann hier voll das coole Zeug machen. Seemobs gibt auf jeden Fall viele EP, das habe ich im Gefühl. Ah ne, es ist Weimar, aber egal. Oh, Weimar ist tot und Endivir ist Level 16. Es sollte sich jetzt eigentlich entwickeln. Endivir wurde zu einem Lorblatt. Das kann ich auf jeden Fall besser aussprechen. Yo, wir haben ein Krakeelo und das entwickelt sich mit der Zeit in ein Gravumms, glaube ich. Oh mein Gott, ja! Glumanda! Welches Level ist es? Oh mein Gott, das muss ich unbedingt haben. Level 10, das kriegen wir doch easy hin. Pfund. Nein, 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 ich hab's getötet. Oh mein Gott, ich hätte es so gerne gehabt. Ich hab versagt. Im Chat steht, Entei ist in einem Bergbiom gespawnt. Oh mein Gott, das kann nicht sein! Da ist Entei, das legendäre Pokémon. Oh mein Gott, das ist Level 70. Freunde, das flieht ja immer nach einer Runde, glaube ich. Let's go, wir setzen einen Hyperball ein. Und entweder es klappt, was sehr unwahrscheinlich ist, oder es flieht halt einfach. Und Entei setzt sogar nur Brüller ein. Und wir können es direkt weiter fighten. Na dann, Entei, machen wir doch direkt weiter. Alle unsere Pokémon sind tot. Aber ich habe es immerhin probiert. Aber krass, dass wir das gefunden haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es selten ist eigentlich. Okay. Oh, da. Okay. Wir haben sehr viele neue Strukturen, die ich noch nie gesehen habe. Und das da hinten könnte wirklich eine Arena sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Es sieht auf jeden Fall so aus. Hallo. Ich glaube, das ist vielleicht doch keine Arena. Das ist es. Also wenn das keine Arena ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, das sieht sehr cool aus. Das hier ist wirklich eine richtige Pokémon-Stadt. Oh, okay. Da steht Boss. Und das bedeutet, wir sind höchstwahrscheinlich in der Arena. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, oder? Oh mein Gott, was ist da denn los? Es one-hit jedes unserer Pokémon. Und das ist ein ausgeglichener Bossfight? Finde ich nicht. Wir sind tot. Das war schön. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen trainieren.
passieren. Ein Schneckmack. Gefangen, let's go. Warum geht hier so ein Strahl in den Himmel? Das sind so Raids. Es ist ein riesiges Bisasam und außerdem kämpfen scheinbar noch andere Dinger mit. Was ist denn hier? Warum? Was passiert hier? Bisasam wurde besiegt. Du hast den Kampf gewonnen. Und jetzt können wir das fangen. Okay, nice. Hallo Dr. John. Einmal bitte alle meine Pokémon heilen und dann würde ich relativ easy die ganze Arena besiegen. Beim ersten Mal lief es nicht ganz so gut. Ich weiß, aber jetzt habe ich ein besseres Gefühl. Vertraut mir. Was ist das denn? Warum ist das so stark? Es one-hitted mich. Ich konnte nicht mal angreifen. Es one-hitted mich einfach instant. Wir müssen einfach weiter aufleveln, ist klar. Was ist das? Wer bist denn du? Ein episches Boss, Garados. Ja, wenn wir gegen das kämpfen, sterben wir instant. Haben wir safe gar keine Chance. Und genau deswegen probiere ich es natürlich. Das ist Level 53. Da ist genau der Punkt. Guckt euch das an. Das Garados ist Level 53 und one-hittet mich nicht mit einer Attacke. Aber die Arena-Leiterin mit Level 23 one-hittet mich. Ja, okay, wir sind down. Können wir fliehen? Oh, wir sind entkommen. Das ist sehr cool. Boah, aber gegen das hier würde ich schon auch gerne kämpfen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein legendäres. Ja, ein Selfe. Und mit uns kämpft unter anderem ein Monagoras, was sehr heftig aussieht. Diese Bossfights sind so kompliziert. Ich weiß auch nicht, warum manchmal irgendwie die Angreifer-Pokémon auch groß sind. Es sieht so weird aus. Was passiert hier? Keine Ahnung, wir kloppen einfach weiter drauf und solange alles gut ist und es schläft, dann können wir es ja weiter down machen. Okay, Schild ist kaputt, das ist schön. Oh mein Gott, nein! Oh, es hat sich wieder komplett geheilt, weil es schläft. Jetzt bitte nicht nochmal Erholung. Nein, nicht nochmal Erholung! Nein, 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 nein! Nein, es war fast down. Es ist doch so dumm. Ich verstehe den Sinn nicht. Es sollte vielleicht gar nicht mehr so lange dauern. Ihr merkt, es ist in der Zwischenzeit schon Nacht geworden. Aber eigentlich hat die Attacke nur 10 AP. Das bedeutet, man kann sie eigentlich nur 10 Mal einsetzen. Mann, warum? Warum hat das Ding keinen AP? Wie kann es sein, dass sich das Teil einfach die ganze Zeit diese Attacke einsetzen kann? Das ergibt doch keinen Sinn. Dieser Kampf ist unmöglich. Gib den Kampf auf. Das war so gewastete Zeit, das ist unfassbar. So, und jetzt seht ihr links das Team, Freunde. Wir sind wirklich, wirklich extrem gut equipped. Also, wenn wir es mit dem Team nicht schaffen, die erste Arena zu besiegen. Die erste, da kämpft man normalerweise mit Pokémon Level 12 oder so. Also, dann stimmt irgendwas nicht und das ist das schwerste Spiel, was ich jemals gespielt habe in meinem ganzen Leben. Es ist soweit. Wir kämpfen gegen den Boss. Dieser Trainer kann nur einmal am Tag herausgefordert werden. Aber wir haben den doch noch nicht herausgefordert. Willst du mir wirklich erzählen, es geht hier jetzt nicht um Ingame-Tage, sondern um Real-Life-Tage? Ja gut, dann besiegen wir mal den Epic-Boss. Ich meine, wir sind ja sowieso stark. Wie geht es Ihnen heute? Bis vor diesem Video ging es mir wahnsinnig gut, aber jetzt? Warum ist der denn Level 63? Ich dachte einfach nur, der spielt besser oder so. Ja, wir geben auf. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich porte mich mal ganz schnell zu einer neuen Arena und dann probieren wir es da nochmal, weil jetzt bis morgen warten ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, das ging doch relativ schnell und ich würde sagen, ich bin bereit. Auch hier haben wir wieder einen ausgeglichenen Boss. Okay, ich bin gespannt. Wir werfen ihn mit unserem Pokéball ab. Die Pokémon von den Arena-Leitern sind abhängig von dem Level von unseren Pokémon. Und ich habe jetzt mein Jungglut auf Level 30 trainiert, damit ich besser bin. Und sein Kokowai ist jetzt Level 33. Es ist unmöglich. Es ist ein Spiel, was man nicht gewinnen kann. Vielleicht spiele ich das Spiel falsch. Vielleicht bin ich einfach schlecht. Schreibt mir das unfassbar gerne in die Kommentare. Ich dachte, ich mache das hier ganz entspannt. Nach 1-2 Stunden habe ich die erste Arena geschafft. Alles so schön. Wir freuen uns. Vielleicht mache ich einen zweiten Teil. Aber nein! Man kann die Arena nicht spielen. Somit haben wir die Challenge für das Video leider nicht geschafft. Es tut mir unendlich leid. Trotzdem muss ich sagen, ist natürlich immer noch ein sehr, sehr wildes Spiel. Also eine der besten Minecraft-Mods, die ich je gespielt habe. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, dann würde ich mich jetzt mal sehr über ein Like und ein Abo freuen. Einfach nur, damit es sich ein bisschen gelohnt hat, dass ich hier so verzweifelt bin. Kommentiert außerdem auch sehr gerne mal, was genau ich falsch gemacht habe. Und wenn ihr auch keinen Plan habt, dann schreibt einfach mal euer Lieblings-Pokémon in die Kommentare. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Meins ist übrigens Pamomamo. Das ist die Pikachu-Version aus der neuesten Edition. Die finde ich super cool. Danke, dass ihr mir trotzdem mal wieder 3 Stunden beim Leiden zugesehen habt. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Haut rein. Oh mein Gott, ich muss das vergessen. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen.